Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind heute mit der Geschichte von Abdullah ibn Huzafa al-Sahmi radiallahu anhu. Es ist Pflicht für jeden Muslim, den Kopf von Abdullah ibn Huzafa zu küssen. Und damit beginne ich. Das sagte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Der Held unserer Geschichte ist ein Mann der Sahaba. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Man nennt ihn Abdullah ibn Huzafa al-Sahmi. Diesem geehrten Sahabi hätte das gleiche Schicksal ereilen können wie schon Millionen Araber vor ihm. Man hätte ihn nach seinem Ableben vergessen können, ohne einen großen Platz in der Geschichte zu haben oder gar darin erwähnt zu werden. Aber der gewaltige Islam erlaubte Abdullah ibn Huzafa al-Sahmi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die beiden Herren der Welt seiner Zeit zu treffen, Kisra, den König von Persien, und Qaisar, den König von Rom. Und dass er mit jedem von ihnen eine Geschichte hatte, die noch immer durch die Jahrhunderte bewahrt und als historisches Ereignis erzählt wird. Seine Geschichte mit Kisra, dem König der Perser, war im 6. Jahr nach der Hijra, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschloss, eine Gruppe seiner Sahabe mit Briefen an die Könige der Ausländer zu schicken und sie zum Islam einzuladen. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam schätzte die Ernsthaftigkeit dieser Aufgabe. Denn diese Boten werden in ferne Länder gehen, die ihnen vorher nicht anvertraut waren. Sie kennen die Sprachen dieser Länder nicht und wissen nichts von der Laune ihrer Könige. Dann werden sie diese Könige auffordern, ihre Religion aufzugeben und ihren Stolz zu trennen, die Religion eines Volkes anzunehmen, die vor kurzem noch Anhänger waren. Dies ist eine gefährliche Reise. Der Gehende ist wie ein Verlorengehender und der zurückkehrt ist wie ein Neugeborener. Daher sammelte der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten und hielt eine Predigt, in der er begann, Allah zu loben, sowie die Glaubensbekenntnis zu sagen. Alsdann sagte er: Ich will einige von euch zu Königen der Nicht-Araber schicken. Widersprecht mir nicht, wie die Kinder Israels mit Jesus taten. Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten zu ihm: Wir machen, was du möchtest. Sende uns, wohin du willst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sendete 6 von den Gefährten mit seiner Botschaft zu den Königen der Nicht-Araber sowie der Araber. Einer dieser 6 war Abdullah ibn Huzafa al-Sahmi, der von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgewählt wurde, die Botschaft zu Kisra zu tragen. Abdullah ibn Huzafa machte alles fertig für die Reise, verabschiedete sich von seiner Ehefrau sowie seinem Sohn. Alleine überzwingte er die Höhen und Tiefen, niemand war mit ihm außer Allah, bis er zu den Häusern von Persien ankam. Daraufhin bat er um Erlaubnis, den König zu sehen. Kisra schmückte den Palast, rief die Großen von Persien zur Versammlung auf. Nachdem alle anwesend waren, erlaubte er Abdullah ibn Huzafa einzutreten. Er trat in Kisra mit einfachen Kleidungen, mit einem groben Gewand, das auf die Simpelkeit der Araber hindeutete. Er war aber ehrgeizig und sein Herz voller Glauben. Als Kisra ihn sah, befahl er einer von seinen Männern, die Botschaft von Abdullah ibn Huzafa zu nehmen. Abdullah ibn Huzafa sagte: Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam trug mir auf, diese Botschaft von Hand zu Hand an Kisra abzugeben. Ich verstoße nicht gegen die Ordnung des Gesandten Allahs. Kisra entgegnete: Lasst ihn zu mir kommen. Bis er ihm den Brief überreichte. Dann forderte er einen arabischen Schriftsteller, der aus Al-Hira kommt, ein Gebiet in dem Irak, die Botschaft zu lesen. Es stand in der Botschaft geschrieben: Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Al-Barmherzigen, diese Botschaft von Muhammad, dem Gesandten Allahs, zu Kisra. Friede sei mit denen, die die Rechtleitung folgen. Als Kisra dies hörte, raufte er sich die Haare, wurde rot vor Wut, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit sich selbst in der Botschaft anfing. Danach riss er die Botschaft aus den Händen des Schriftstellers und zerriss sie, ohne zu wissen, was darin stand. Und sagte: Wie kann er mir dies schreiben und er ist mein Sklave? Hinterher befahl er Abdullah ibn Huzafa, aus der Versammlung rauszugehen. Abdullah ibn Huzafa wusste nicht, was Allah mit ihm plant.
ob er getötet oder freigelassen wird. Doch dann sagte er: Es ist mir egal, was mit mir geschieht. Hauptsache, ich habe die Botschaft gegeben. Und so stieg er auf sein Reittier und reiste ab. Als Kisra sich wieder beruhigt hatte, befahl er, dass Abdullah ibn Huzaifa wieder eintreten soll. Doch er war weg. Sie versuchten, ihn zu finden, doch fanden sie keine Spur von ihm. Sie eilten, um ihn noch auf dem Weg aufzuhalten, doch er war schon bei der arabischen Halbinsel angekommen. Angekommen beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, erzählte er ihm, was alles vorgefahren ist und auch das Geschehen mit dem Zerreißen des Briefes, worauf der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, möge Allah seine Herrschaft zerreißen. Kisra hingegen schrieb an Badan, seinen Vertreter in Jemen, schicke zwei kräftige Männer zu diesem Mann, der in Al-Hijaz aufgetreten ist. Befehle ihnen, dass sie ihn zu mir bringen. So sandte Badan zwei von seinen besten Männern zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, um ihn aufzufinden.